So, ich bin wieder da. Und ich bin wieder da. Also nochmal. Ich bin wieder da. Und bitte alle Teile, die ich vorhin gepostet habe hier live, bitte runterladen. Helft doch mit. Ja, holt euch so ein Programm und ladet es von meinem Facebook runter, okay? Und verbreitet es bei YouTube und Telegram und auf allen Kanälen, wo ihr seid. Instagram und so weiter. Die Welt soll sehen, dass unsere Politiker hier, vor allem die Polizei, Wasserwerfer aufgestellt hat, obwohl wir hier total friedlich sind. Total. Okay? Bitte dieses Video auch teilen. Alle Teile, die ich hochtue. Alle. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht. Ich bin hier eh eingetroffen. Und geht selbst auf die Straße, bitte. Geht überall, wo ihr seid, auf die Straße. Super, Frank, super. Und macht es dem Frank nach. Ladet mein Video runter und teilt es, wo ihr könnt. Überall hin. Die Leute, so, ja, ich war live vorhin mit 500 Leuten. Ja, kommt her, geht auf die Straße, auch wenn ihr irgendwo im Westen seid. Völlig scheißegal, wo ihr seid. Blockiert die Straßen. Macht klar, was dieses Gesetz bedeutet. Wir sind hier friedlich, aber sie provozieren mit Wasserwerfern. Super Jenny, super Jenny, macht das. Überall, wo ihr seid. Überall auf allen sozialen Kanälen. Hier, am Reichstag. Hier, die lassen uns nicht dahin. Die holen Wasserwerfer. Ich bin direkt hier, ich bin direkt an der Absperrung. Hinter mir sind Tausende von Leuten. Also provozieren tun nur diese Maschinenautos. Ja, Thank you.
Ich will nicht zerdrückt werden. Ich will nicht zerdrückt werden. Hey, wie denn? Ihr zerdrückt uns doch. Wo soll ich denn hin? Guck doch mal hinter mir. Wo soll ich denn hin? Ihr macht doch hier weniger Platz. Menschenskinder. Ich fühle mich jetzt auch nicht zu, denn ich war ja auch immer.
Au, AfD-Antrag abgelehnt. AfD-Antrag wurde abgelehnt. Da hat mich nichts anzufangen. Wie habe ich jetzt Kinder erfahren, die ich nicht habe? Mann, ey, ehrlich, Mann. Ihr habt doch die Hauptsache bei der Willst du mich da drücken? Wenn die Masse in Ballon wirklich? Kommt, dann ist das ist doch gemeingefährlich. Ja, wie ja? Ich stehe hier seit 2 Stunden und du hast mich weggedrückt. Ich stehe auf der Liste zum Besuchstag und die Assistentin wird kommen und ich stehe hier nicht umsonst. Sonst wäre ich gerne nicht hier. Nein, aber ich, ja, dann roll doch zu deinem Kollegen. Du tust so, als ob ich eine blöde Kuh bin. Ich bin keine blöde Kuh. Ich muss dich nicht provozieren. Ach. Ohne Herz und Verstand. Aber mit Knüppel in der Hand. Nee. Wow. Hallo, den habe ich schon öfters auf der Demo drauf. Der hat mich geschubst. Ja, klar hat er mich geschubst, weil er da her muss. Ja, aber ich schubst dich auch nicht. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Was für eine Versammlung. Das ist ja das Volk. Hier gibt es keine Versammlung, das ist das Volk. Genau. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Also nicht schubsen, okay? Oder du zeigst mir einen Weg raus, dann komm ich mit. Ja, wie denn? Wohin denn? Ja, ja, klar. Durch Tausende von Menschen durch. Ja, aber wir wissen doch, was das für ein Spiel ist. Wir müssen da. Ja, wir wissen das. Und wir sind Frauen, wie ich tu dir nichts. Da kannst du davon, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich tu dir nichts. Du bist wesentlich größer und stärker als ich. Das ist nicht Kampf von Mensch zu Mensch. Mit einem Mann kannst du das machen, mit einer Frau nicht. Hat er nach uns gesagt? Das ist ein Unterschied. Aber ich habe der Unterschied ist, dass ich friedlich bin. Ja, und wir sind keine Straftäterin, wenn du eine Straftat begehen oder wie? Was für eine Straftat? Ich habe noch nie in meinem Leben Straftat begangen. Was? Ich habe noch nie jemanden geschlagen, Mensch. Noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie geklaut. Das entscheidest du. Ja, super, weil du der Herr über mich bist. Mein Gott, ich bin nicht hörig. Ich muss auch keine Befehle entgegennehmen. Ihr habt das gelernt, nicht ich. Ihr habt gelernt, Befehle entgegenzunehmen. Aber doch nicht ich. Ich habe nichts unterschrieben dafür. Ich bin frei. Und schubsen nicht. Und hier, der Knüppel, was soll denn das? Damit kann man jemanden totschlagen. Hast du das gelernt, Leute totzuschlagen? Ah, die Wasser, jetzt wird es gleich feucht. Wir werden zusammen duschen, das erste Mal in unserem Leben. Also die Wasserwerfer, die fahren jetzt vor. Weil also die neuen Hygienebestimmungen erlauben es der Bundesregierung. Die wollen die Viren weg. Die Viren weg, sobald die Leute stehen jetzt und nicht. Es sammelt gerade Holz. Die Viren durch Wasser jetzt niedergespült werden, um sie nicht weiter verteilen zu können. Weil hier können die Abstände nicht eingehalten werden. Aber ich dusche gern mit netten Polizisten. Vielleicht sehen die ja sexy aus unter der Kostüm hier. Kostümierung. Ja, davon muss ich aber schlimm.
Sie haben den AfD-Antrag abgelehnt und es sieht aus, als ob das Gesetz beschlossen wird. Ja, ist beschlossen. Das ist doch schon durch. Aber weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Bürgerkrieg. Und dann brauche ich morgen nicht mehr Arbeit. Und das tun nicht wir, das tun unsere Männer. Wir nicht. Das tun unsere Männer. Ich sage dir, wenn das wirklich beschlossen wird, gehe ich morgen nicht mehr arbeiten. Dann bin ich jeden Tag hier. Jeden Tag. Hey, Dänemark war 9 Tage. 9 Tage. Und wenn das 100 Tage sind, ist mir scheißegal. Was soll das denn? Ich will doch nicht irgendwann nur noch im Käfig landen. Ich werde schlaflose Nächte bekommen. Mich zwangsimpfen? Was soll das? Wem gehöre ich denn? Wem gehöre ich? Weil wir hier mit dem kranken System zu tun haben. Guckt euch doch da die Luschis an da oben. Guck sie dir an! Guck sie dir an! Schaut mal! Wo ist euer Herz? Euer Verstand? Was? Bitte und Antwort! Was? Guck sie dir an, die Grünen!